Hallo und herzlich willkommen back, du Wolle. Der liebe Pluto, der hat was für uns aufgenommen. Und zwar ein Video zu dem neuen nahrungsbezüglich Food Construct oder wie das auch immer heißt. Was ich übrigens vorhin noch gefragt habe, was ist, also worauf ist Pluto bezogen? Auf den Mond oder auf den Disney-Hund? Oder vielleicht auch eine Mischung aus beiden? Naja, wir können ihn auf jeden Fall irgendwann mal fragen und ihn vielleicht... Beantwortet er uns das irgendwann oder vielleicht ist es irgendwas völlig anderes. Okay, wir gehen jetzt erstmal rein direkt ins Video. Also, hier ist jetzt dieses wunderschöne Video. Hier ist jetzt auch schon das bei der Außenwelt. Bei Good Game Empire kannst du bis 10k das Teil irgendwie kriegen, glaube ich. Müssen wir gleich mal nachgucken. Nicht, dass ich irgendwas Falsches sage. Und ich glaube, bei Empire for Kingdoms kannst du das nur bis Belohnung 7k bekommen. So wie ich das gerade eben gelesen habe. Wurde uns auch nochmal, also mir auch nochmal, uns auch nochmal als Creator auf jeden Fall auch nochmal geschrieben, damit wir da kein Mumpfes irgendwie hat, damit sich kein Mumpitz irgendwie hat. Reden. So, dann nehmen wir euch schon weiter zu den Belohnungen. So, jetzt sind wir auch schon beim Food District. So sieht das aus, beziehungsweise Nahrungsbezirk. Ich weiß nicht genau, wie die das auf Deutsch irgendwie nennen wollen. Hier hat er jetzt auch schon fertig ausgelevelt. Ich habe gerade eben schon ein bisschen was gesprungen. Gewisse Sachen muss man hier unbedingt sehen. Das ist alles ein bisschen langweilig. Weiter geht's. Wir sehen auch noch, wie er sich halt immer wieder wandelt. Bis Level 11 geht das Teil auf jeden Fall. Und hier, ja, kannst du das auf jeden Fall reinsetzen. Ich dachte, glaube ich, das nächste. Ach, jetzt muss ich den erstmal noch hochleveln. Schön mit Rubin alles. Wunderbar. Setten wir gleich mal. Lass uns einfach hochleveln. Level ist einfach hoch. Schön, was alles mit Rubin hochlevelt. Der hat ja auf jeden Fall genügend Rubine. Wie ich gerade sehe. Auch die Burg. Ausbau ein bisschen schwierig so ungefähr. Ich glaube, das ist definitiv schon Level 70, bezüglich auch schon von Türmen her. Und da sind halt keine Kornspeicher drin, da sind einfach nur Farmhäuser drin. Das ist schon ein bisschen wild so ungefähr. Also auch wenn das eine Testburg ist. Bitte bau da Kornspeicher rein, Pluto. Tu es bitte einfach. Das triggert mich so massiv hart, dass das da sehen wir sie, dass da einfach Farmhäuser drin sind und keine Kornspeicher. Das triggert mich schon ein bisschen massiv härter so. Auf jeden Fall alle reintun und dann ist dann auch schon wieder yay. Also ist auf jeden Fall genug Platz dafür da. Hier ist auch nochmal wichtig, hier die Liste uns hier anzugucken. Die werde ich euch auch gleich nochmal schön übersetzen, damit ihr genau wisst, was da reinkommt. Anteilen. Hä? Also, um euch kurz mal erzählen, was ihr da reinbauen könnt. Ihr könnt ein Farmhaus reinbauen, Kornspeicher könnt ihr da reinbauen, das Relikt-Treibhaus und auch das andere Dings-Relikt. Moment. Also um es kurz mal zu zeigen, ihr könnt den Kornspeicher könnt ihr da reinbauen, Farmhaus natürlich, wie es auch der gute Pluto da auf jeden Fall auch reingebaut hat. Dann natürlich noch ein Relikt-Gewächshaus, jetzt habe ich so ein Relikt-Treibhaus. Die ganzen Sachen könnt ihr da gerade, alle fleißig reinbauen. Juhu! Dann sage ich nochmal vielen herzlichen Dank, Pluto, für dieses schöne aufgenommene Video. Euch allen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, sagt ihr auch schon direkt eine Wolle. Auf Wiedersehen!